Portugal und dann Deutschland, was ja auch tatsächlich die erste Begegnung sein wird für beide Mannschaften. Portugal. Der Portugiese ist erstaunlich groß. 92.989 Quadratkilometer immerhin. Denkt man gar nicht, dass der so groß ist. Das kommt daher, dass er neben dem Spanier liegt. Und der Spanier wiederum ist natürlich so riesengroß, daneben sieht man logischerweise klein aus. Der Belgier beispielsweise ist nur halb so groß, wirkt aber viel größer, weil er neben Luxemburg liegt. Die Portugiesen gelten als die Brasilianer Europas. Nur dass Brasilien natürlich viel größer ist. Und es gibt auch keinen Zuckerhut in Portugal. Und keine Samba. Und auch keine Copacabana, Ipanema oder Favelas. Und das politische System funktioniert auch ganz anders. Aber sonst ist Portugal eigentlich wie Brasilien. Daran sieht man eben auch, dass man Brasilien nicht nur auf Samba, Zuckerhut und Favelas reduzieren kann. Da muss auch schon noch ein bisschen was mehr sein. Und das, was da dann noch ist, das ist dann Portugal. Außerdem haben die Portugiesen natürlich auch immer sehr gute Fußballer. Auch wenn die manchmal so ein bisschen breitbeinig stehen. Wie Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Bei Freistößen steht er davor immer so breitbeinig da. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil er aus taktischen Gründen kleiner wirken will. Kann sein. Na klar, Faustregel, je breiter man die Beine macht, desto kleiner wirkt man. Ist ja logisch, ist ja quasi Mathematik wegen gleichständiges Dreieck und so weiter. Die wenigen Portugiesen, die ich kenne, sind sehr, sehr sympathisch. Als ich kürzlich in Lissabon war, lernte ich einen Kioskbesitzer kennen, der viele Jahre als Elektroinstallateur in Deutschland gearbeitet hat. Als ich ihn fragte, warum er nicht auch in Portugal wieder als Elektriker arbeiten würde, sagte er, wer einmal in Deutschland gearbeitet hat, der sei für die alten Häuser und Leitungen in Lissabon leider für immer verdorben. Man stehe das nervlich nicht mehr durch. Dabei hat er sehr gelacht. Portugiesen sind weder rechthaberisch noch Paragraphenreiter. Ihre Art der Auseinandersetzung ist relativ elegant und charmant. Wenn Portugiesen Streit mit dem Nachbarn haben, verklagen sie ihn nicht. Nein, nein, sie werfen dem Nachbarn Brot auf den Balkon, die Treppen oder Fensterbänke, damit die Tauben da alles vollkacken. Deshalb geht es in Portugal den Bäckern meistens besser als den Anwälten. Schon irgendwie hübsch. Und klar, die Gebäudereiniger, die haben auch ganz gut zu tun. So ist das mit den Portugiesen.